Viel zu jubeln haben die Klotemer in den letzten Spielen nicht gehabt. In 13 Spielen haben sie nur gerade einmal gewonnen. Die Folge davon ist der Absturz in der Tabelle. Der EHC Kloten liegt mit 46 Punkten auf einem Play-Out-Platz. Für den Eishockey-Experten Morgan Samuelsson entscheidet sich morgen Abend im Spiel gegen Lugano, ob Kloten im Playoff-Rennen überhaupt noch eine Chance hat. Also wenn man morgen nicht gegen Lugano gewinnt, dann kann man die Playoff schon abschreiben. Dann ist fertig. Mit dem Restprogramm, was man haben, hat man keine Chance, wenn man morgen nicht in Lugano 3 Punkte holen. Auch wenn es momentan nicht gut aussieht, rechnerisch ist für Klotemer noch nichts verloren. Die Spieler glauben immer noch an die Playoff-Qualifikation und sind überzeugt, dass sie in den letzten 11 Runden die nötigen Punkte holen. Nervös und beunruhigt sind wir eigentlich nicht unbedingt. Wir sind sehr fokussiert im Moment und immer auf den nächsten Match und wir nehmen so, wie es jetzt kommt. Und das Einzige, was wir machen können, ist unser bestes Hockey spielen und das werden wir aber jetzt sicher auch weitermachen. Der EHC Kloten hat eine turbulente Zeit hinter sich. Ein neuer Besitzer, ein neuer Trainer und ein neuer Sportchef hat es auf diese Saison hingegeben. Der Pascal Müller ist mit der aktuellen Situation nicht zufrieden. Trotzdem, die Kloten verfallen immer nicht so schnell in Panik. Wir haben das Ziel ausgegeben, Playoff erreichen. Da sind wir immer noch auf dem Weg dazu, das zu schaffen. Und wir sind unserer Strategie treu geblieben. Und das ist das Wichtigste. Wir sind sehr glaubhaft geworden in der Region, in der Hockeyszene. Und das merken wir, dass eine positive Stimmung da ist. Und das werden wir jetzt durchziehen bis zum Saisonschluss. Im Hintergrund wäre der Club vorbereitet, wenn wir die Playoffs verpassen würden. Aber daran denken will ich mir momentan nicht. Zu wichtig sind die nächsten Spiele und für die brauche ich jetzt volle Konzentration.